Hallo und herzlich willkommen zu den Zuckerseiten, zu einer ganz besonderen Folge unserer Weihnachts-Special-Folge. Ihr seht es an mehreren Faktoren. Wir sitzen zu viert hier. Ganz herzlich willkommen Verena, unsere neue Hallo. Kollegin, die uns ab jetzt bei den Zuckerseiten-Seiten verstärkt und dann natürlich an meinem wunderschönen Accessoire. Ein Rentiergeweih, also wenn es bimmelt, liegt es nicht an eurer PC-Einstellung oder am Smartphone, sondern an mir. Weihnachtsspecial bedeutet, wir haben euch Bücher mitgebracht, die wir gerne unter den Christbaum legen, beziehungsweise die wir gerne verschenken. Und das ist eine ganz bunte Mischung, glaube ich. Verena, was hast du mitgebracht? Also ich habe zwei Weihnachtsbücher mitgebracht, die ich mittlerweile seit einigen Jahren verschenke und auch selber gerne höre. Es sind Bilder-Liederbücher mit jeweils 24 Weihnachtsliedern, traditionellen Klassikern, aber auch neu, also viel neu interpretiert. Viele mit einem Augenzwinkern, aber auch sehr festlich feierlich. Und ich würde sagen, das kann man wunderbar schenken, beide Bände am Weihnachtsbaume und übermorgen kommt der Weihnachtsmann. Es finden sich auch kleine Geschichten in den Wimmelbildern von der Franziska Biermann drin. Man kann vielleicht auch die Verwandtschaft beeindrucken durch Textsicherheit dann auch unterm Weihnachtsbaum, wenn man schon in der Vorweihnachtszeit. Muss man sie singen? Man kann mitsingen, man kann sie grölen, hören. Man kann sogar mitgrölen. Man kann mitgrölen, das ist super, noch einen genau. Dritten Punsch. Ja. Wo ist eigentlich heute der Punsch? Ja, aber für den Punsch. Egal, Entschuldigung, mach weiter. Ja, passt gut zur Vorweihnachtszeit, aber auch für die Festtage. Ja, meine Empfehlung mal für Weihnachten zu schenken. Dann habe ich mitgebracht den neuesten Band vom aktuellen Christine Nöstlinger Preisträger Kalikan Kanari von Michael Rohr. Ja, ein wunderbares, tolles Buch voller Situationskomik. Es geht darum um eine Familie, die in beengten Verhältnissen wohnt und denen eines Tages ein Nymphensittich zufliegt, der das Leben der gesamten Familie im positiven Sinne beeinflusst. Und hattest du mein Haustier oder warum hast du das ausgesucht? Ich habe mir das ausgesucht, weil ich wirklich viel gelacht habe bei Szenen, wenn zum Beispiel Opa und Enkel im Aquarium landen, im Zoogeschäft. Weil es kommen wirklich sehr viele skurrile Szenen vor, und die werden immer eingeleitet mit dem Spruch Kalli kann. Kalli ist der kleine Bruder von der Hauptprotagonistin. Ja, also wunderbar für Spaß für die Weihnachtsfeiertage und auch danach für Leser ab 8, würde ich sagen. Ja, und nicht nur für Nymphensittich-Besitzer und Besitzerinnen. Und dann habe ich als drittes Buch mitgebracht ein Sachbuch, Schau wie schlau, zum Thema Bionik. Das ist fast druckfrisch von der Melanie Leibel und vom Lukas Vogel, auch ein Vogel. Das ist so der rote Faden anscheinend bei meinen Empfehlungen, der Vogel. ja, also wer da in die Welt der Bionik eintauchen möchte, dem sei das Buch von Herzen empfohlen. Es spannt einen Bogen von Vergangenheit, Gegenwart bis in die Zukunft, zu dem, wie der Mensch in den alltäglichen Dingen aus der Natur gelernt hat. Und es kommt Kunst drin vor, es sind technische Dinge, ein Haufen Beispiele, die wunderbar zusammengesammelt sind und auch super illustriert, natürlich vom Lukas Vogel, mit tollen Bildern, die so richtig 3D-Effekte haben und auch wieder eigene Geschichten erzählen mit Sprachspielereien. Also da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Genau. Also Sachbuch, Lieder und ein Kinderbuch. Wunderbar, herzlichen Dank, Verena. Mit wem machen wir weiter? Franz. Franz, ja, auch heute im Weihnachtsoutfit. Ja, absolut, absolut im Weihnachtsoutfit. Ich habe mir nur das Geweih vorher abgeschlagen. Ja, ich mach hier gleich weiter und beginne mit Lyrik. Ich bin bekennender Liebhaber von Gedichten. Und wie viele andere weiß ich natürlich, dass es gar nicht so einfach ist, Gedichte im Alltag unterzubekommen. Man geht ja nicht jeden Tag mal geschwind irgendwie ans Regal und sucht ein Gedicht raus. Dabei wäre so eine Gedichtinjektion für
alle in der Familie oder im Klassenzimmer oder wo auch immer. Wahrscheinlich ganz gut. Also, eine Möglichkeit, das richtig gut und auch nachhaltig zu machen und in dem Sinne natürlich auch Gedichte zu verschenken, wäre dieser Kinderkalender von der Internationalen Jugendbibliothek. 53 Gedichte sind da drin aus, ich glaube, 33 unterschiedlichen Ländern in 38 Sprachen, jeweils in der Originalsprache und auch in der deutschen Übersetzung mit ganz tollen Illustrationen begleitet. Einen quasi durchs ganze Jahr. Ich empfehle, diesen Kalender im Badezimmer aufzuhängen, weil alle in der Familie gehen irgendwann mal ins Badezimmer und manchmal vielleicht sogar gemeinsam und dann kann man... Es spricht gegen die Küche? Ja, gegen die Küche auch, aber da spritzt zu viel. Nein, spritzt eigentlich im Badezimmer auch. Nein, man kann ihn aufhängen, wo man mag, also im Kinderzimmer, im Schlafzimmer, wo auch immer. Das, ich habe ihn halt immer im Badezimmer hängen gehabt und fand das eigentlich immer total angemessen. Das war immer ein guter Platz. Also, der Kinderkalender 2022 von der Internationalen Jugendbibliothek. Liebe Grüße an unsere Kolleginnen und Kollegen nach München an dieser Stelle. Genau. Also ein nachhaltiges Geschenk. Da haben die Beschenkten, könnte man sagen, lange was davon. So, mein zweiter Tipp, Geschenktipp heißt als Rigo Mäuse anpflanzte und Rosa die Leoparden erfand von Lorenz Pauli und Katrin Scherer. Ja, es ist, wie soll ich sagen, ich mag die beiden, die passen auch gut zusammen, die machen ganz wunderbare Bücher, die uns, glaube ich, schon seit vielen Jahren begleiten, alle zusammen, Bücher zum Vorlesen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und dies ist schon der zweite Band über eine kleine, sehr, sehr vorwitzige Maus namens Rosa und einen, wie soll ich sagen, in die Jahre gekommenen Leoparden namens Rigo, die sich im Zoo kennengelernt haben und dort zusammen leben. Lauter kleine Geschichten in perfekter Länge zum Vorlesen, also jeden Tag am Abend eine zum Beispiel in der ganzen Familie. Ich glaube, dass alle begeistert sein werden. Also, das heißt, man beginnt den Tag mit einem Gedicht aus dem Kinderkalender und endet mit einer... Ja, perfekt. Also eigentlich habe ich mir das auch so gedacht, aber... Dass das auch so durchschaubar war. Und zum Mittag gibt es tatsächlich den Tagtour. So ist es. Und damit die Kollegen von der Postproduktion nachher nicht so viel zu tun haben, habe ich bei diesem Buch auch eine Kleinigkeit gleich mitgebracht. Die Kollegen von der Postproduktion geben sich ja, und man muss ja immer ein bisschen Angst haben, ob man dann irgendwie Hasenohren kriegt oder, ich meine, eben ist auch. Eigentlich finde ich eine kluge Idee. Ich finde das hübsch, mein Rentier. Genau. Und darum habe ich nicht so hübsch wie deine Mütze. Darum habe ich eine Kochmütze aufgesetzt. Franz kann herausragend gut kochen. An dieser Stelle sei das Um erwähnt. Euch mein drittes Buch hier vorzustellen, mein drittes Geschenkbuch, großformatig, wie man sieht. Und es ist einfach umwerfend. Also das sind nicht nur Rezepte, sondern es steht im Grund so, ja, alles übers Essen drin von der Geschichte bis was alles wichtig ist beim Essen, warum Menschen bestimmte Dinge essen, warum Ungarn zum Beispiel Gulasch essen und wie die Paprika nach Ungarn gekommen ist, warum Quinoa, heißt das Quinoa? Ich glaube nicht. Quinoa. Ich sagen. Quinoa. Danke. Warum Quinoa Astronautennahrung geworden ist und also wahnsinnig viele Dinge. Es ist umwerfend illustriert von zwei polnischen Künstlerinnen. Sprich den Namen aus! Ja, ich wollte sie nicht vermeiden, aber ich kann das. Alexandra und Daniel Michelinski oder Michelinska, es kommt drauf an, also in die Feinheiten will ich jetzt gar nicht gehen. Das ist ein Grafikerpaar, das schon so viele tolle Bücher gemacht hat, von Treppe, Fenster, Klo, also über Architektur bis hin zu Auf nach Yellowstone, über Nationalparks und dazwischen Musik und Jetzt zu Tische, das sind so irrwitzige Seiten. Also wenn man da einmal reinschaut, dann sieht man, es ist unglaublich. Also so unglaublich viel Information. Das benötigt dann auch fünf unterschiedliche Register, gegliedert nach Ländern. Wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Ist aber ein gefährliches Weihnachtsgeschenk, ich sage es. Warum ein gefährliches? Ja, weil wenn man das irgendwie seinen Liebsten schenkt, dann heißt das, dass man Stunden über diesem Buch verbringen muss, weil man nicht wegkommt davon und weil es natürlich letztendlich in der Küche endet. Aber für die Feiertage perfekt, also gibt es nichts Besseres. Wunderbar, herzlichen Dank Franz für diesen Durchgang durch einen Tag und eigentlich auch eine Wohnung.
Je nachdem, wo man sich gerade befindet, liegt irgendwie ein Buch. Bei Franz ist das, glaube ich, tatsächlich der Fall, dass überall ein Buch liegt. Klaus, liegt bei dir auch ein Buch rum? Ja, bei mir, in der Wohnung liegen auch Bücher rum, ja. Aber da vor mir liegen auch Bücher rum, die ich zu Weihnachten verschenken werde. Und das erste passt ja jetzt da ganz genau in die Runde. 1, 2, 3, Rentier von Nadja Budde. Habe ich vorher nicht gewusst, dass das optisch dann auch so super passt. Ja. Das ist praktisch euer mein, ja, Weihnachtsbuch. Kleinformatig, klein und fein, aber alles praktisch drin, was man mit Weihnachten assoziiert. Ist, glaube ich, alles drin und natürlich auch ein Santa Claus. Schaut euch den an. Der schaut aus wie ein Santa Clown, weil der keinen weißen Rauschschirm hat, sondern eher so einen, viel Schminke, weiße Schminke im Gesicht. Das wäre das kleine, schöne Weihnachtsbuch. Wem Weihnachten zu viel christlicher Zinnober ist, der kann ja ausweichen in die griechische Mythologie. Drum empfehle ich als zweites Lili Thals neues Buch Tier aus Stein, Tier aus Gold. Spannend, mitunter schon ein bisschen düster, aber toll zu lesen. Wer auf, weiß nicht, auf Metamorphosen, auf Verwandlungsmärchen steht, der ist da gut dabei. Und was ich immer gerne verschenke, noch ein Klassiker: Zakarina und der Sandwolf von Åsa Lind mit Bildern vom Philipp Wächter, übersetzt von Jutta Neukel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Du schaust auch. Lieblingsbuch, glaube ich, von ja, das ist Old Time. Genau, es ist wie mit diesen, mit deinen 24 Weihnachtsliedern, Bücher, die uns, wenn man mal Kinder gehabt hat oder hat oder kleine Kinder gehabt hat, dann begleiten einen diese Bücher, viele Jahre begleiten. Das war eine Empfehlung von dir vor einigen Jahren. Und es war entsetzlich, weil das dann immer schon im November begonnen hat, kann ich mich erinnern, mit den Weihnachtsliedern und bis in den Februar hineingegangen ist und dann reicht es auch wirklich nicht. War bei uns auch so. Ist auch immer gelaufen. Ja, also Klassiker, bevor wieder nicht mehr lieferbar ist und man sich ärgert, das noch kaufen. Und kurze Empfehlung noch für alle, wer sagt, geh bitte kein Buch zu Weihnachten unterm Christbaum. Der kann ja ausweichen auf Kinderbuchverfilmungen. Und da empfehle ich zwei: Schweinchen Wilbur und seine Freunde, also der alte Klassiker Charlotte's Web heißt es im Original. Oder auch schöne Großproduktion aus Frankreich, Ernest und Celestine. Beides spielt im Winter, beides spielt so im Schnee. Und bei beiden würde ich sagen, geht es nicht ohne die eine oder andere Träne der Rührung. Aber das gehört ja bei so einem Weihnachtsfilm dann auch dazu. Ja? Unbedingt. Oder? Unbedingt. Auf jeden Fall. Du hast deine Mütze wieder runtergenommen. Naja, weil jetzt muss man sich konzentrieren. So. Und wenn ein Schweinchen, da von einem Schweinchen die Rede ist, will ich keine Kochmütze aufhaben. Das ist irgendwie ein bisschen despektierlich, finde ich. Das ist völlig recht. Das soll ja auch im Kochtopf landen. Ja, so. Herzlichen Dank, und ich darf abschließen mit meinen Weihnachtsgaben. Ich habe, und jetzt Franz lacht immer, weil er findet, ich gebe an, aber ich habe das wirklich gelesen, weil, wie an dieser Stelle schon öfters erwähnt, ich bin Fantasy-Liebhaberin, und hier habe ich eine Trilogie mitgebracht, die Rabenringe-Trilogie von Siri Pettersen, Odins Kind, Gabe und Fäulnis. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Reihenfolge stimmt. Wer nordische Mythologie liebt, wer Serien wie Vikings liebt, haut rein. Es gibt eine ganz starke Frauenfigur. Es gibt nordische Götter. Es gibt in einer anderen Liebe, Schmerz, Herz. Das ist wirklich eine tolle Trilogie. Ja, ich habe es ja auch gelesen. Also eben. Aber nur eben einen Band. Schnee, kalt, Macht, Spannung. Es ist alles drinnen. Es ist wirklich großartig. Das sind 1700 Seiten ungefähr. Ich habe es gezählt. Das ist das eine Geschenk, das ich unter den Gabentisch legen würde. Man kann natürlich auch einzeln schenken, aber eine Trilogie ist eine Trilogie ist eine Trilogie. Und das andere ist ein Klassiker, den ich über alles liebe, schon einige Jahre auf dem Buckel, Sean Tan, Ein neues Land. Und das ist für Menschen, die nicht gerne
lesen oder viel lesen. Das Buch hat nämlich überhaupt keinen Text. Es ist von dem großartigen australischen Künstler in Bildern erzählt, eine Graphic Novel. Es geht um Auswandern, es geht um Fremdsein, es geht um Ankommen, es geht darum, eine neue Heimat zu finden, es geht darum, welche Schwierigkeiten man damit erlebt oder dabei erlebt. Großartig. Also, weil wir gerade gesagt haben, eine Träne verdrückt. Also, ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wenn ich dieses Buch vor Bibliothekarinnen oder vor einem Publikum präsentiert habe, dass ich praktisch vor meiner eigenen Präsentation so gerührt war, dass ich was zu weinen begonnen habe. Weil dieses Buch, ja, dieses Buch rührt mich zu Tränen. Also, ich habe leider nicht die Zeit, euch das zu erklären, warum dieses Buch mich so emotionalisiert. Aber alleine das Schlussbild, also das ist, schaut euch dieses Buch an. Es gibt irrsinnig viel zu entdecken, zu schauen. Es sind wunderschöne Bilder. Also meine Gaben sind gewissermaßen für viel Leser und wenig Leser. Das mögt ihr doch alle, oder? Das ist überhaupt quasi es könnte der Startschuss in eine ganz neue literarische Welt der Graphic Novel oder Sean Tent sein. Ein wunderbarer Künstler, der ja mittlerweile so viele Bücher vorgelegt hat, die wir alle mögen, oder? Ja, wobei, das ist wirklich mein ganz großer Liebling. So, haben wir was vergessen? Nein, den Punsch, aber das war, glaube ich, den Punsch, den suchen wir jetzt. Ich glaube, das war... Ja. Für die Küche ist eigentlich der Franz zuständig. Ja, das war's für heute, unser Weihnachtsspecial. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen mitnehmen können dafür, was ihr als Last-Minute-Weihnachtsgeschenke noch bei Click und Collect über den lokalen Buchhandel bestellen könnt. An dieser Stelle wünschen wir euch alle frohe Weihnachten. Schöne Feiertage, einen schönen Jahreswechsel, bleibt gesund, genießt die Zeit. Wir sehen uns dann im neuen Jahr mit neuer Besetzung. Wir freuen uns drauf. Schöne Zeit, tschüss, baba.